Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem weiteren Video auf unserem Kanal. Ja, es ist wieder mal der Adventskalender angesagt. Das ist jetzt die erste richtige Folge. Ich bin mir auch nicht sicher, ob erste Sicht von mir oder von Max kommt. Und deswegen begrüße ich euch trotzdem. Wir werden ja jetzt den ersten Monat simulieren zusammen. Ja, okay, ich werde jetzt nicht irgendein Spiel im Vorbereitungsturnier spielen, sondern ich werde jetzt einzelne simulieren, aber sonst halt einen Monat vorsimulieren und schauen, was da passiert, was vor allem transfertechnisch passiert, welche Spiele wir verkaufen, welche wir kaufen, was generell einfach passiert. Es ist hoffentlich eine etwas spannendere Transferphase, wäre auf jeden Fall doch schon etwas schöner, wenn man da ein bisschen Spannung mit reinbringt und doch schon den einen oder anderen Spieler verkaufen kann und nicht erstmal 5 Nachrichten bekommt, dass Leute überrascht sind. Hey, ich stehe auf der Transferliste, das ist nicht cool, aber naja, das ist jetzt auch mir relativ egal, ich will euch alle verkaufen, also leckt mich am Arsch. Und ich habe schon so einen groben Plan, welche Spiele ich kaufen will und vor allem natürlich auf welchen Positionen, das habt ihr aber auch in der ersten Folge gesehen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mal so richtig rein und hoffen, dass ich doch schon ein paar Spieler verkaufe. Da ich ja auch etwas Geld einnehmen will, da habe ich mich entschlossen, die Leute, die etwas Geld auch einbringen können, vor allem ja, High-Rated-Spiele, die verliehen sind, wieder zurückzuholen und dann hoffentlich zu ja, verkaufen. 1 Million kostet das Ganze aufzulösen und dann werde ich ja definitiv auch mehr einnehmen als so circa 1 Million, was die meisten einbringen. Hier nochmal auch Lazzaro, den ich ganz gerne verkaufen will, auch wenn er mit 24 doch größeres Potenzial hat. Politano, auch mit 26 soll er verkauft werden, denn ich will nämlich viel, viel stärkere Spieler holen und der Rest war es, wenn ich so ein Males zurückzuholen und dann versuchen zu verkaufen, wäre auch einfach nur dämlich, weil der auch einfach nicht viel einbringt. Und genau, jetzt ist der Kader wieder etwas größer, soll natürlich aber wieder erheblich ja, sinken. Ein weiterer Punkt, den ich jetzt einmal ansprechen wollte, ist ja die größten Talente oder derjenige Spieler, der die meisten Gesamtstärken aus der eigenen Jugend gestiegen ist, der bekommt natürlich auch nochmal, ich glaube 3 Punkte sind das oder so. Das bedeutet, ich will natürlich den einen oder anderen insgesamt 2 Spieler mitnehmen, die das größte Potenzial haben. Und das ist wieder so ein ganz komischer EA-Bug, aber das sind wir von EA ja mittlerweile gewöhnt. Dann einmal Pepler, der hat, oder ist eigentlich unser größtes Talent, ein aufregender Mann für die Zukunft, den werden wir definitiv öfter einsetzen. Und dieser Mariano, oder Namarino heißt er, das ist ein ganz, ganz komischer Bug. Aber das kennen wir, oder? Nee, der hat sogar hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Das ist das größte Talent. Der hat schon eine 64 und ich will natürlich die am Ende von der Saison so 9 Gesamtstärken oder so geboostet haben. Durch das neue Training wird das natürlich schwer. Leider eine Kaufoption hier von Bakayoko für Bielefeld, den will ich eigentlich nur loswerden. Deswegen delegiere ich das Ganze. Ist mir auch relativ egal, wenn der so geht. Gagliardini könnte der erste Spieler sein, der geht. Den habe ich jetzt auch mal delegiert, weil der steht eigentlich gar nicht so unbedingt auf der Transferliste. Aber wenn man den verkauft, ist es auch nicht so schlimm, der 26. Der erste Spieler ist weg. Bakayoko wird verliehen. Wie gesagt, den will ich einfach nur weghaben. Perisic, da kommt schon mal ein Transferangebot. Das werde ich auch ein bisschen hochschrauben noch. Ein bisschen mehr Geld will ich da schon. Wir haben das aber auch schon 31, also darf ich auch nicht viel zu viel verlangen. Denn, wie gesagt, mit 31 ist es schon gut, wenn man 40 Millionen knapp bekommen würde. Das ist jetzt das Finale des Vorbereitungsturniers. Das ist eigentlich mir egal. Okay, das gewinnen wir easy peasy. Also haben wir das Vorbereitungsturnier gewonnen. Da haben wir so alle Einnahmen, die wir von Spielerleihen, die wir zurückholen, mehr oder weniger ausgegeben haben, haben wir locker wieder eingenommen. Ranocchi ist der erste Verkauf, ja. Das erste, der jetzt eigentlich geht, das ist aber 102,2 Millionen, die auf unser Konto kommen. Das ist jetzt nicht überragend viel, aber wir haben zum Glück wenigstens etwas, ja, sag ich mal, eingenommen. Und dann haben wir schon mal einen schwächeren und vor allem schon älteren Spieler einfach mal weg. Und können dann noch schauen, welche Spiele wir uns eben dafür kaufen. Bislang ist noch nicht, wie gesagt, so viel passiert, auch was Transfers angeht. Aber da wird sich auch noch in Zukunft mehr tun, weil vor allem eben 2 Riesen-Deals momentan laufen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die eben dann noch im ersten Monat durchgehen. Ich werde mir definitiv in der Folge noch ein paar Spieler kaufen. Ich bin definitiv gespannt, welche Spiele ich mir da aussuche, weil ich doch schon viele auf der Transferliste bzw. eben Wunschliste habe. Weil ich selbst noch nicht genau weiß, welche ich mir holen will. Ich weiß nur, welche Position. Und ja, das sagt jetzt auch nicht so viel aus über ein Spiel. Es gibt tausende Spieler auf jeder Position. Naja, es gibt aber nicht tausende richtig gute Spieler. Und ich will mir ja richtig gute Spiele holen, denn ich will das auch eigentlich gewinnen.
Max hat ein bisschen mehr Geld und Ivan Perisic wird schon mal nichts. Max hat zwar ein bisschen mehr Geld, aber halt noch einen viel schlechteren Kader. Deswegen denke ich, habe ich da von Anfang an schon bessere Voraussetzungen. Aber da müssen sich eben auch Spieler viel verkaufen. Und sonst muss ich sie halt einfach dran tauschen. Was auch eine Idee ist. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so unbedingt bedacht, dass ich ja Spieler auch dran tauschen kann. Das ist dann wahrscheinlich das, was ich machen werde. Ich schaue jetzt noch, bis 31. will ich eben simulieren. Lukaku. Nee, den will ich eigentlich nicht loswerden, denn der ist schon relativ gut. Den werde ich auch definitiv in meinen Reihen halten. Wie gesagt, einer der besten Spieler bei uns mit einer 85 ist es der beste Feldspieler zusammen mit Skriniar und Eriksen. Und ja, einer der Feldspieler natürlich, Torwart zählt jetzt nicht als Feldspieler, deswegen packe ich den Handanovic mal raus. Und jetzt wird sich erstmal umgeschaut nach einem, Spieler, den ich mir eventuell hole. Und der erste Spieler, der kommt, steht fest. Es ist ein Links-Mittelfeldspieler. Den habe ich im Tausch mit Perisic und 80 oder 85,5 Millionen Euro eingetauscht. Und es ist Marcus Rashford. Ja, manche würden sagen, es ist dumm, dass ich schon so viel Geld von Anfang an raushaue. Aber ich sage, nee, das ist es nicht. Spielerisch ist extrem gut, der lässt sich sehr gut spielen. Und er kann sich brutal gut entwickeln und das ist schon mal, finde ich, einer der ersten richtig, richtig guten Transfers. Er ist mit einer 85 insgesamt 4 Gesamtstärken besser und allerhöchstens 3. Das ist auch schon eine riesige Verbesserung. Natürlich die Innenverteidigung muss noch verbessert werden. Ich habe noch 22 Millionen Euro circa übrig und ich weiß schon am besten, wie ich die auch loswerden werde. Der Spieler, den ich mir kaufen will, ist Giorgio Chiellini. Klar, er ist alt und wird vorerst mal Stammspieler sein, aber ich werde mir noch den einen oder anderen weiteren Innenverteidiger kaufen, weil, ich meine, wir haben erstmal Rating und die wollen Arturo Vidal. Ja, dann nehme ich aber eine Transfersumme von 0 Euro. Dann können die von mir jetzt auch Vidal haben. Und das nehmen die an. Okay, dann haben wir Vidal los, den wollen wir sowieso verkaufen. Und Chiellini haben wir dann dafür. Klar, wie gesagt, ich sag's nochmal, er wird sich verschlechtern, aber das ist auch, wenn überhaupt, nur ein Backup-Spieler, jetzt wird er noch Stammspieler sein. Ich werde mir noch viele Innenverteidiger kaufen, mindestens 2, denke ich mal. Und das bedeutet natürlich, dass er dann irgendwann mal in die Rotation rutscht, weil sich, wie gesagt, immer verschlechtert. Der andere verbessert sich immer wieder. Und das bedeutet natürlich auch, es ist ein ständiges Hin und Her. Aber wir haben dann sehr, sehr billig oder mehr oder weniger im Spielertausch einen sehr, sehr guten Spieler bekommen. Und haben dann auch in der Innenverteidigerposition dann doch wahrscheinlich erstmal 2-3 Monate nicht wirklich viel zu beklagen, dabei wir dann eine mega Innenverteidigung haben. Giorgio Chiellini, ich wollte es erst mit Mats Hummels versuchen und Bastoni, aber irgendwie hat das auch nicht ganz richtig geklappt, weil die einfach mehr Geld wollten. Und Bastoni wäre eigentlich relativ gut klargegangen, aber naja, der Rest dann nicht. Ich will definitiv jeden einzelnen Außenverteidiger verkaufen, weil ich meine, wir spielen ohne Außenverteidiger und da ist es auch, glaube ich, relativ gut, wenn man dann die, wo man hat, verkauft. Im Mittelfeld muss ich jetzt auch noch was machen, aber wie gesagt, nur so 20 Millionen Euro, selbst wenn ich jetzt das Transferbudget ein bisschen anpasse, nee, Digga, dann, holy shit, dann habe ich auf einmal, habe ich 50 Millionen Euro. Ist doch mehr, als ich mir gedacht hätte. Und dann mit diesen 50 Millionen Euro kann ich mir schon den einen oder anderen sehr guten Mittelfeldspieler kaufen. Mal schauen, wer es dann am Ende wird. Und der nächste Deal scheint in trockenen Tüchern zu sein. Es ist Rodri, der kostet 50 Millionen plus Raja Nainggolan, den wir auch, wie gesagt, nicht mehr haben wollen. Das habe ich schon öfter jetzt erwähnt. Und ja, mit Spielern tauschen, was auch immer, kann man natürlich auch viel mehr erreichen jetzt. Aber das wird schon sehr, sehr schmackhaft, dieser nächste Transfer, 180.000 sollte annehmen und dann haben wir den nächsten Neuzugang. Der heißt eben Rodri, kommt von Manchester City, 50 Millionen Euro plus Raja Nainggolan. Also overall sind das so 79 Millionen plus eben den Marktwert von Raja Nainggolan. Also ein 50 plus Marktwert sind 79 Millionen. Und dann haben wir den nächsten Mega-Transfer und die Mannschaft verbessert sich Stück für Stück. Klar, er ist kein zentraler Mittelfeldspieler hier. Wenn ich das tausche, sieht das Ganze aber auch gleich wieder viel, viel besser aus. Und wo wir definitiv noch was machen müssen, ist, wie gesagt, in Verteidigung. Das habe ich ja vorher erwähnt, dass ich da noch ein paar Spiele verpflichten will. Ich will noch ein paar Spiele verkaufen mit. Ich kann mal anfangen zu zählen, wenn ich verkaufen will. Sanchez, ich will Young verkaufen, ich will Kulörer verkaufen. Ich will verkaufen Padelli. Ich will verkaufen Dalbert. Damien ist ausgeliehen leider. Politano soll verkauft werden. Joao Mario, Lazaro, Candreva und De Ambrosio sollen alle verkauft werden. Und dann hätte ich schon richtig, richtig viel Kohle. Ich überlege, ob ich nicht auch noch einen Torwart holen sollte. Einen neuen.
da ja schon auch Handanovic mit 36 Jahren ja, ein Risikopatient ist, was die Verschlechterung angeht. Ansonsten, ja, Innenverteidigung würde ich noch was kaufen, vielleicht rechts Mittelfeld, weil eine 83 von Anfang an nicht das allerbeste ist. Ansonsten, ja, vielleicht noch ein Ersatzstürmer, weil den bräuchte ich definitiv, weil Pinamonti mit einer 68 nicht so gut ist. Und ansonsten denke ich, das war eine erste mega erfolgreiche Folge. Wir haben ein paar Spiele verkauft und vor allem sehr viele Spiele gekauft. Das bedeutet, wir sehen uns dann eben am 5. Dezember wieder zu einer weiteren Folge von dem Battle. Ich hoffe, dass Max ja nicht so eine ganz erfolgreiche Folge hatte. Aber wenn es jetzt zu Max geht, dann viel Spaß bei Max. Seiner Sicht. Und wenn nicht, dann ciao Leute. Und lasst euch für den Teil einen Like und ein Abo da. Bis dann. Also Leute, jetzt sollte eigentlich die Sicht von Max folgen. Problem ist nur, die Datei von der zweiten und vierten Folge, ja, ist beschädigt und somit geht das Ganze jetzt nicht. Und ich kann euch von der zweiten und vierten Folge die Sicht nicht zeigen. Aber von den anderen Folgen ist sie definitiv da. Also danke für euer Verständnis und bis zur nächsten Folge.